Jetzt noch mal Zeit für Kontrovers-Interviews. Guten Abend an Natascha Kohnen, die scheidende Chefin der Bayern-SPD, und an Martin Hagen, den Chef der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag. Frau Kohnen, zum Abschied noch mal ein Minus im Abschlusszeugnis. Nur noch 20% der Bürger sind mit Ihnen zufrieden. Wie sehr trifft Sie das? Naja, das ist ehrlich gesagt der letzte Wert, auf den ich heute bei der Analyse des Bayern-Trends geguckt habe, sondern mir geht es wirklich darum, wie kommen die Menschen klar eigentlich mit der Politik in dieser Krise. Das steht für mich im Vordergrund und tatsächlich weniger jetzt Personalbewertungen. Insofern lassen Sie uns über die Krise reden. Herr Hagen, mit Ihnen sind nur 10% zufrieden. Woran liegt das? Naja, es sind 40% derer, die sich ein Urteil zutrauen, die zufrieden sind mit meiner Arbeit. Woran wir arbeiten müssen, ist die Bekanntheit. Das haben Sie ja vorher im Bericht auch gesagt. Aber auch das ist heute nicht der Wert, der mich wirklich umtreibt. Übrigens auch nicht der Wert der FDP. Da müssen wir nicht schönreden. Das ist ein scheiß Umfrageergebnis. Aber wir haben momentan 1000 Tote am Tag. Unter anderem, weil es immer noch nicht gelingt, die Pflegeheime zu schützen. Wir haben durch den Lockdown Existenzen, die gefährdet sind. Wir haben riesengroße gesellschaftliche Probleme. Familien wissen nicht, wie weiter mit ihren Kindern, die sie nicht betreuen können. Das sind die Themen, die mich momentan umtreiben. Treiben nicht die schlechten Werte in dieser Umfrage. Über die Krise reden wir gleich noch, Frau Kohnen. Sie treten im Frühjahr ab als Parteivorsitzende. Als Sie gewählt wurden 2017, da haben Sie gesagt, wir wollen Bayern regieren. Warum sind Sie von diesem Ziel heute in Krisenzeiten weiter entfernt als damals schon? Ja, die Landtagswahl ist natürlich alles andere als schön für uns ausgegangen als SPD. Und jetzt regiert Markus Söder mit seinem Koalitionspartner. Und in einer Krise konzentrieren sich die Menschen ganz klar an der Führung, die im Moment im Land ist. Das nennt man Ministerpräsidentenbonus. Das haben wir auch bei Manuela Schwesig, die von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern regiert. Auch dort wenden sich die Menschen der SPD in dem Fall zu. Also das ist ein Verhalten, was in Krisen auftritt und was auch sehr verständlich ist. Und insofern bewerte ich auch jetzt die heutige Zeit genau in dieser Krise mit diesem erklärten Bonus, der übrigens auch in der Bundesebene sich natürlich an Merkel orientiert. Die Menschen haben diesen Kanzlerbonus im Blick und da wenden sie sich zu. Herr Hagen, trotzdem geht es um die Existenz der FDP im Bayerischen Landtag. Sie zittern um den Einzug, aktuell bei 3%. Wer oder was hat Sie so geschrumpft? Nein, Frau Heller, wir zittern nicht um den Einzug, denn wir haben momentan keine Landtagswahl. Wir haben in 2,5 Jahren eine Wahl und Umfragewerte 2,5 Jahre davor sind nichts, was mich zum Zittern bringt. Wir erleben ja, dass momentan in der Corona-Krise insbesondere der vermeintlich starke Staat gefragt ist, der allzu oft aber eher ein autoritärer Staat ist, der bei seinen Kernaufgaben versagt, wie etwa dem Schutz der Altenheime, wie etwa der Digitalisierung der Gesundheitsämter, wie etwa der Beschaffung eines Impfstoffes. Und da, glaube ich, ist es natürlich für eine Partei, die auf Freiheit, die auf Eigenverantwortung setzt, momentan schwierig, aber umso notwendiger ist es, dass es auch eine liberale Stimme in dieser Zeit gibt. Natascha Kohnen, Sie hinterlassen eine Partei, die SPD, die nicht mehr zweistellig ist in Bayern. Was müssen denn Ihre Nachfolger besser machen? Wissen Sie, das wäre ein Riesenfehler, wenn man als scheidende Parteivorsitzende, die nicht noch mal antritt. Ich war 12 Jahre auch an der Spitze der Partei mit vielen Höhen, aber eben auch bitteren Tiefen. Und es wäre ein Riesenfehler, wenn ich mich jetzt zum Ende meiner Legislatur sozusagen hinstelle und dann noch den Zeigefinger hebe und sage, macht es so und so und so. Sondern, und das hat man jetzt auch in dem Beitrag gesehen, meine möglichen Nachfolger oder Nachfolgerinnen, die sich jetzt bewerben, das sind kluge Leute, die sich diesen Job zutrauen. Und ich freue mich einfach, dass tatsächlich auch der Wunsch bei vielen besteht, davon gehe ich jetzt mal aus, diese Führung übernehmen zu wollen. Das ist eine ehrwürdige Partei. Wir haben ausgesprochen wichtige Grundwerte in dieser Zeit, wie eben Solidarität, aber auch Respekt, so wie es der Kanzlerkandidat Olaf Scholz formuliert. Und die werden wir nach vorne treiben, so oder so. Martin Hagen, die Zustimmung der Bevölkerung zu den Corona-Maßnahmen, die bröckelt ja. Sie haben eben eine Reihe von Forderungen und Kritikpunkten am Corona-Krisenmanagement formuliert. Aber Sie können trotz all dieser Ideen nicht Kapital draus schlagen. Warum nicht?
Ich glaube, dass die Zustimmung abnimmt, das werden wir wahrscheinlich erst in den kommenden Umfragen dann auch auf die Parteien niedergeschlagen sehen. Es ist tatsächlich, ich habe keine Erklärung dafür, vielleicht haben es Ihre Demoskopen, dass die Zustimmungswerte zur Politik zwar deutlich abnehmen, die Zustimmung zur Regierungspartei aber stabil sind oder sogar noch steigen. Es ist mir selber ein bisschen ein Rätsel, aber naja, so sind manchmal Umfragen, ne? Fehlt Ihnen das Alleinstellungsmerkmal? Die FDP hat gerade in der Corona-Krise, glaube ich, schon ihr Alleinstellungsmerkmal. Wir waren ja die Partei, die sich am deutlichsten auch bei den demokratischen Parteien von der Regierung abgegrenzt hat. Ich meine, wir haben eine Partei, die AfD, die Corona für einen Witz hält, die glaubt, dass diese Pandemie beendet ist oder dass es sie nie gegeben hat. Das ist indiskutabel. Von den Parteien, die staatspolitische Verantwortung tragen, da gehört die FDP dazu, ja auch in drei Landesregierungen, waren wir doch diejenige, die konstruktive Vorschläge gemacht hat von Anfang an. Die Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV war im März bereits ein Vorschlag von uns. Jetzt zuletzt besserer Schutz für Altenheime, Digitalisierung der Ämter, Homeoffice im öffentlichen Dienst, all diese Dinge. Aber wir haben eben auch an einigen grundlegenden Punkten die Strategie der Regierung in Frage gestellt. Etwa die Frage, ob der Lockdown eine langfristig tragbare Strategie ist. Und das ist, glaube ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal der FDP. Zahlt aber im Moment nicht auf Sie ein. Die gleiche Frage an Frau Kohnen in einem Satz. Ihr Alleinstellungsmerkmal, wie würden Sie das beschreiben, definieren? Wir regieren in Berlin. Und dort haben wir unter anderem einen Arbeitsminister, Hubertus Heil, der das Kurzarbeitergeld wahnsinnig zügig eingesetzt hat. Einen Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, der ein Sofortmaßnahmenpaket, sogenannte Bazooka, auf den Weg gebracht hat. Und Hubertus Heil will auch das Recht auf Homeoffice. Wir brauchen das und wir brauchen nicht einen Placebo-Gipfel, so wie ihn Söder heute gemacht hat. Also das Alleinstellungsmerkmal der SPD ist, dass wir dieses Land regieren und dass wirklich alle effektiven Maßnahmen von SPD-Ministern kommen. Frau Kohn, die Bazooka wurde heute als Wasserpistole kritisiert. Ja, sicherlich kann man da Kritik dran finden, aber wenn wir hinschauen, dann hat es sowas in unserem Land tatsächlich noch nie gegeben, dass ein Finanzminister in dieser Geschwindigkeit ein dermaßen starkes Milliardenpaket auf den Gang bringt, in den Gang bringt, und die Abschlagszahlungen sind da. Und heute Morgen hat er ja auch im Morgenmagazin deutlich gemacht, dass jetzt die Überweisungen kommen, die übrigens der CDU-Wirtschaftsminister Altmaier organisieren muss. Da hat's gehakt. Aber jetzt kommen die Gelder tatsächlich in endgültiger Form. Und Deutschland hat im weltweiten und europäischen Vergleich diese Krise bisher wirtschaftlich ziemlich gut überstanden, mit allen Schwierigkeiten, die natürlich in der Krise da sind. Aber wir sind im internationalen Vergleich ziemlich gut da. Vielen herzlichen Dank, Natascha Kohnen von der Bayern SPD und Martin Hagen von der FDP. Danke. Im Bayerischen Land.